Gestern gab es eine neue Nintendo Direct und wie zu fast jeder Direct habe ich meine Live-Reaktion auf das Video aufgenommen. Wir haben das alle gemeinsam auf Twitch gestreamt und deswegen wundert euch nicht, falls wir teilweise einfach auf irgendwie so Out-of-Context-Aussagen eingehen. Das war dann meistens Kram aus dem Chat, den ich aber nicht einblenden konnte, weil es nicht mein Stream war. Egal, genug Vorgerede, let's go, hier ist die Reaktion. Ich habe jetzt ungefähr, Alter. ungefähr die Verstehung. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Was meint ihr, womit fängt's an? Corona. Smash. Ja. Smash. Oder eine Entschuldigung, vielleicht dass es so kommt lange keine Direct kam. Pum. Und dann kommt ich kann Smash. Mir nicht okay. vorstellen, dass es mit Smash anfängt, TBA. Alter. Wir wetten um einen Schluck Alkohol. Okay. Oh, Jungs, Alter. 5. 4. 3. 2. 1. Die 18. Okay, Marvin hat einen Delay. Oh Gott. Okay, ist das ein Delay? Smash? Scheiße. Da ist der. Ja. Da ist der Disclaimer, also Cube hat schon mal direkt einen Punkt. Stimmt. Ich hab. Au, laut. Ja. Yeah. Marvin, ich glaube, du bist ein bisschen hinten, kann das? Ich weiß, aber er hat jetzt erst das PEGI 18 gehört. Nein. Alter Jungs. Nein, Alter Jungs. Okay, psch, psch. 10 okay. aus Zwischensequenzen, okay. Wolken. Xeon hält uns die Cody Shit, willst du mich verarschen? Ja, ich seh's halt schon, ne? Also. Ich hab direkt was aus meinem Bingo. Ich hab direkt erstmal getroffen. Ist das jetzt DLC für den zweiten Teil oder was? Oder eine Fortsetzung im zweiten? Kannst du abwarten. Ich glaube, das wird nur ein Film. Du bist ein Film. Du bist ein Film. Oh, Xenoblade Warriors, Alter. Pass auf. Geil. Dialog ohne Sound. Haben die keinen Sound in dem Spiel? Nee, das ist noch nicht programmiert, das kommt noch. Was passiert da gerade? Das ist Xenoblade 3 einfach. Danke, keine Ahnung, was das ist. Ich hab auch keine Ahnung, ist das noch ein DLC nach 2 Jahren? Ich weiß es nicht. Die Marvel. Das aber du hast gesagt, wenn es Xenoblade ist, schreist du. Ich hab dich nicht schreien hören. Ja. Okay, pass auf, jetzt kommt ein Plot-Twist. Es ist Smash. LOL! Es ist literally Smash. Der Bo. Ja, oh mein Gott, als ob! Ihr seid voran, ihr seid immer nein! Voran. Nein! Och du Scheiße, das ist doch nicht der What? Ich hasse diese Musik! Oh, die Musik, Alter! Hey, nächstes Bingo-Feld. Boah, es tut mir so leid. Cool. Es tut mir so leid gerade. Was, ist das jetzt nur Pyra und nicht Rex oder was? Scheinbar. Ich hab die Vor-Release gecallt, Alter. Ich hab's damals. Naja, ich trink mal 2 Schlucke. Ich hatte übrigens recht mit Smash und ich hab getrunken, Idiot. Nice. Oh Gott, das war ein sehr große Schlucke. Ich bin glücklich. Ich bin immer glücklich für Smash. Ist mir was? Und es fängt auch noch damit an. Ah, wir haben nochmal Zero Suit gesehen. Sehr schön. Oh! Mifra kommt jetzt. Ja. Link! Link kommt jetzt. Das war die Ankündigung. Jetzt kommt Link. BOTW 2. Ja. Ach, ja, die kenne ich irgendwo, ja. Lol. Link ist dead. Q-Becko. Aber ist das ein eigener Charakter oder ist das? Nein, die werden keine aber deswegen ist das ja auch Peggy 18, ne? Cube nicht gucken. Das ist safe ein Echo, also kein Echo, sondern hier, wie heißt das? Ein Skin. Ja. Sieht eher aus wie ein Echo, oder? Ja, irgendwie schon. Es ist glaube ich ein Echo. Leute, wie viele Leute das jetzt gerade gucken, ne? Gut, Alter. Jay. Nee, guck mal, die hat gerade gewechselt. Die hat gerade gewechselt. Ja, das wie in Xenoblade also. Das macht Sinn. Die Downbeat. Oh, die Stage. Oh, what the fuck? Ich hoffe aber. Wie geil ist das denn? Ich hoffe literally, wir kriegen neue Arrangements. Weil ich kann ja. mir nur vorstellen, dass das geil wird. Ey, Marble Towers! Oh, stimmt! Marvin, bitte, please! Was? Please. Ich verstehe gar nichts. Moradane, please. Ich meine, ich habe
müde rausgehört, aber kann ja sein, dass das... Oh, das ist das Rex bei dem Ding dabei, oder wie? Ja, scheinbar. Oh, lol. Aber, ja, das kennen wir auch aus dem, Du bist halt echt voran, das ist ja frech. Aus dem CTGP-Ding. Ich hab schon gebuffert gehabt. Krass. Also ich bin jetzt unten bei Vergiss nicht. Wow, du bist richtig weit vorne. Ja, übelst. Irgendwie 5 Sekunden oder so. Aber nee, mal echt, 6, geht mal echt unten auf zweifache Geschwindigkeit und wartet, bis es zurückgeht. Dann seid ihr wirklich weit vorne. Tatsächlich. Ach schon, ist egal. Ja, Alter, ich bin gerade... Das ist cool. Aber ich hab's gesagt, mit Smash geht's los. Ich find's schon eine Weile her. Ich find's so geil. Ja. Hallo. Minasan. Nintendo Direct no annai yaku o tsutomemasu. Takahashi desu. Ich bin's so... Alter! Nintendo Direct Mini という形で皆さんに情報をお届けしてきましたが、こうしてこの場からご紹介する形で、いや、レギュラーだ、実施できておりませんでした。今回はようやく目処が立ち。Ja, ich freue mich auch. Ja, Cookie, das meine ich gerade, aber ich glaube, Yannick hat es schon gemacht. Bei ihm hat's. Doch, ich hab's nochmal, ich hab's nicht lange genug. Ich hab's auch nochmal gemacht. Ihr müsst das einfach die ganze Zeit machen, das springt automatisch auf normale Geschwindigkeit zurück, sobald es weit genug ist. Und so verliert ihr halt auch nichts. So, wenn ihr auf zweifach seht, weil es gibt ja kein Frame. Im März. Wow. Oh, ich wünschte, ich könnte Japanisch. Samsel, wie viel nimmst du die Stunde? Voll Geist! Nvidia-Aktie. LOL! Was? Den habe ich nicht kommen sehen. Oh, ich wollte es erst aufschreiben. Holy shit! Ich wollte es erst. Aber das passt auch in den Kult von hier Fortnite, ja. Und ja, ja. Jetzt, halt nicht laggen! Stopp! Aber ganz ehrlich, jetzt hat keiner mehr einen Grund, dass wir das nicht auf WWU bringen. Oh nein. Nein. Geil. Es ist so ein cooles Spiel, jetzt mal ohne Mist. Es ist so kacke programmiert. Hallo? Ist das Crossplay wenigstens? Ich glaube, ich weiß es aber nicht. When Fall Guys Ultimate Knockout comes to Nintendo. Ich glaube, jetzt bin ich zu weit vorne. Ah, nee, erst im Sommer. Du bist nicht. Oh, jetzt buffert. Jetzt buffert? Krise, Alter. Okay. Jetzt bin ich, glaube ich, wieder normal. You have 22 minutes before the solar system is destroyed. Ah, ja, das ist ein Freitag. Outer Wilds. Venture into the vast reaches of space to uncover the secrets. Ah, NMS voll zurück, Alter, danke. You have 22 minutes. Soll das nicht gut sein, das Spiel? Das soll ziemlich gut sein. Wir haben doch Loots-Werbung dafür mal bekommen. Nee, das war Outer Wilds. Ich bin das ist doch Outer Wilds. Nee, ist Outer Worlds. Ah nee, stimmt. Ah nee, hä, jetzt bin ich gerade verwirrt. Es gibt beides, ne? Nee, doch. Outer Wilds ist das und Outer Wilds. Ja, stimmt. Ja, ja. By repeating these cycles, we'll gradually unravel the mystery. Das ist dieses Indie-Game. Also da hat irgendwer ein Indie-Game aufgeschrieben. Ich hab Indie aufgeschrieben. Das ist doch Indie, oder? Kann man sagen. War Fall Guys eigentlich auch schon Indie? Also ja, okay, Fall Guys auch, ja, ja. Why is the solar system trapped in an endless time loop? Alter, hat mir jetzt grafisch nicht so gefallen, aber... Marvin ist immer noch 5 Minuten Marvin, Marvin kommt nicht mehr klar. Ja, halt wirklich nicht. Oh, Persona 7? Was ist das jetzt? Oh, das... Ja, ich dachte gerade, Famicom Detective Club. The girl who stands behind. Famicom. Die Japaner eigentlich auch? Zählt das als neues NES-Spiel? Haben die Japaner eigentlich auch englischsprachige Texte? Englischsprachige? Nee, die haben japanische Synchro. Ja, aber haben sie da auch in den Textboxen, haben sie da auch englischsprachige, das ist japanisch? Japanisch. Okay. Oh nein! Endlich Famicom Detective Club, the girl who stands behind, Alter! Deine Reaktion hatte sehr viel Meme-Potenzial. Wir sind übrigens mittlerweile bei über 1% Dislikes. Ja, weil Leute sehen Anime und drücken Dislike. Ich dachte, dann drücken sie Like. Immer diese Animosen. Die meisten drücken ja auch Like. Das geht. Was ist das? Das ist Mario Kart. Das ist, genau, neuer Fighter für Mario Kart 9.
Fighter vor allem. Die kommt auch als nächstes in Smash. Uncover the deadly truth in Famicom Detective Club The Missing Heir. And Famicom Detective stands behind. Coming to Nintendo Switch May 14th. Gute Musik. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Und weiter geht's. A new age of battles. Age? Age of Calamity? Nee, warte mal. Nee. Das ist das Okami, ist oder nicht? Okami? What? Ja, Fire Emblem. Nein, keine Ahnung. Feuer. Mein erster Feuer, es ist war Feuer. Feuer. Es ist literally. Es ist Warriors, oder nicht? Es ist Okami. Oder? Okami doch ein Wolf, oder nicht? Den kenne ich irgendwoher. Nobunaga oder? Ist das Dynasty Warriors? Ja, das ist Dynasty Warriors. Oh, crazy. Siehst du, ich sag doch Warriors. Raid Shadow Warriors. Noch ein Spiel, das in Nee, Samurai Warriors. Ich hab's nämlich gerade gegoogelt, Samurai Warriors. Aber es gibt auch einen Feldherren aus Japan, der so heißt. Samurai Warriors? Krank. Nein, Nobunaga Oga. Oh, es buffert bei mir? Samurai Warriors. Warum buffert es bei mir? Character designs and visuals have been revamped for this installment. Oha, Charakterdesigns wurden angepasst. Ich warte mal neu. Ja, mach ich mal. Du verpasst gerade so viel kranken Content. Es tut mir leid. Ubunaka Mokaka, sorry. Oh, mich catcht das nicht so jetzt, ne? Nö, das ist mir gerade auch egal. Aber. Oh. Ist das Secret of... Nee, hier, Mana-Kram? Jetzt seid ihr wieder viel weiter, hä? Ja, oh, holy shit! Das ist nice. Zählt das als... Warte mal, ich hab irgendwas... Nee, ich hab nichts mehr mit JRPG, nein, ich hatte es mal im Alten. Scheiße. Das ist richtig nice. Warte mal, ist Samurai Warriors eine neue IP oder Serie? Nein. Nö. Schade. Okay. So, da stand literally 5 hinter. Ich hab nicht drauf geachtet. Das Spiel würde ich immer mal spielen, deswegen finde ich ganz cool. Was haben wir gerade? Secret of Mana? Legend of Mana. Legend, ja. Legend. Das ist doch der Nachfolger, oder? Das ist Indie. Nein, das ist nicht Indie Roman. Das ist, ich war eh nix. Ich finde den Artstyle ziemlich hübsch. Der ist wirklich, also, ich mag die Charaktere nicht so, aber der Hintergrund und die Welt ist cool. Das finde ich auch. Die haben das pixelated und gezeichnete Hintergrund hinbekommen, anders als Dragon Quest. Oder Pokémon Schwert. Pokémon Schwert hat doch. Da ist doch nichts gezeichnet und. Hä? Bist du verwirrt? Leute, nur darstellen, wie scheiße es aussieht. Jo, Egos. Erik ist irgendwie schon weiter als ich. Erik ist auch wieder weiter als ich. Ich bin jetzt aber ganz. Ich hab wieder auf zweimal Geschwindigkeit gemacht. Ja, dann also, oder? Mach ich's auch mal. Sieht ja, so Monster aus. Hunter Rise. Ja. Rise, Monster Hunter Rise mit Sicherheit. Ja, Capcom Presents, jetzt, ja. Jetzt buffert's wieder. Oh mein Gott. Ja, ich meine, das ist halt ein 100%-Ding. Ich hab's nicht in meinem Bingo mehr drin. Ich hatte es in meinem alten. Aber es ist halt ein 100%-Ding. Habe ich das drin, ne? Monster Hunter, noch Amiibo und Bravely Default bis zum Bingo. Ne. Jetzt buffert's mal wieder. Ja, der buffert, wenn du es auf 2 gestellt hast, immer kurz. Der geht dann automatisch wieder auf normale Geschwindigkeit zurück und dann bist du ganz vorne. Ja. Nee, ich hab, Ich bin ganz vorne, Roman. Ich bin komplett vorne. Jetzt buffert's nochmal. Ich bin scheinbar dumm, ich hab Monster Hunter auch nicht drin bei mir. Ich hab Monster Hunter auch nicht drin, ich hab nicht mal gedacht. War eigentlich obvious. Ja. Vor allem, ich hatte es noch in meinem alten, das ist am ärgerlichsten. Oh, da sehen wir mal, wer der Intelligente der Bumsbande ist, ne? Alter. Wenn man sonst nie solche Momente hat, ne? Ja, true! Von wem hörst du denn so Musik? Ich hab gehört, Translate hat ein geiles neues Album rausgebracht. Hallo? Nur weil ich gesagt habe, Künstler, muss es nicht sein, dass er Musik macht? Bin auch klein. Guck mal, die Schieger. Als ob sich einer Translate nennt und dann so Mona Lisa zeichnet. Nee, das sind die Jäger. Das ist die Yoga-Bande. Yoga-Bande. Yoga ist unter die Zeichner gegangen. Wie sollen wir das ankämpfen? Fort von mir. Fort von mir. Also irgendwie bin ich jetzt wieder ein bisschen weiter als ihr. Keine Ahnung. Na gut, dann mach ich nochmal so zweifach. Drake, no. Auf die Inhalte eingehen. Drake, yes. Die Latenz analysieren. Ja, was soll ich zu Monster Hunter sagen? Hätten wir nicht also, auch einen Watch Together Raum machen können eigentlich? Bei einem Stream? Ich glaub, bei Stream geht's glaube ich nicht. Nee. Okay. Also, ich hab auf das Spiel Bock. Ich will es mal ausprobieren.
Monster Hunter Rise. So. Jetzt wäre eigentlich eine gute Überleitung für das neue NSO. Nee, neue Smash-Kämpfer. Kommt dieser Drache als Smash-Kämpfer. Ja, yeah. 26. März, ah ja. Ich verstehe wirklich nicht, warum die einen Boss-Fall, also einen Boss aus Monster Hunter in der Switch Das wusste man aber schon. Malle, nach Gerüchten wollten die mal Monster Hunter Kämpfer machen, aber das wurde dann von Capcom irgendwie denied und daraus wurde dann Byleth angeblich. Ah ja, okay. Laut irgendwelchen Gerüchten. Ich verpasse es auf jeden Fall. Der Controller sah aber cool aus. Oh, jetzt kündigen die was groß an. Okay. Oh! Ja! Ja! Ich seh's noch nicht. Oh! Ja! 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 Wow. Wie geil ist das denn? Super Rush. Alter, bitte ab online. Das muss online haben. Klar, das online. Ich hoffe, das hat so einen extrem nice Story-Mode, wie gesagt, ich habe ja vorhin von dem GBA-Teil gesprochen. Ah, ich finde aber, es sieht nicht so geil. Oh, die Wüste. Ja, Art-Style sieht irgendwie komisch aus. Hör auf zu buffern, du Stück Müll! Es sieht wieder so ein bisschen generic Nintendo-ish aus. Ja, die Bäume haben keine Schatten. Die Bäume sehen absolut scheiße aus. Das erinnert mich halt voll an Mario Tennis Ultra Smash. Das ist die gleiche Font, das ist die gleiche Font-Familie übrigens wie bei Super Mario Party. Die haben Alter, wenn das von NDCube ist, lösche ich mich. Kann das sein, dass der Rasen 140p ist, oder? Der hat kein P, der ist nur noch... Ja, aber eventuell liegt es auch an der Streamqualität, weil die ist ja auch nicht so gut auf YouTube. Ja. Okay, aber ich sag mal, ich hab leider Mario... What the fuck? Man rennt dahin, Battle Royale? Buffer? Als Krönung? Das ist ein neuer Modus. Was ist das? Ja, es ist 100% ND-Cube. Die machen wieder 1000 Modi und keinen davon vernünftig. Das ist definitiv NDQ. Hat NDQ schon mal einen Golf gemacht? Nee, ne? Speed Golf. Ja, die Frage haben die sich auch gestellt, als die auch, Party gemacht haben. Auch oben die Bilder sehen von nach NDQ aus. Die Farben und so. Das ist 100% NDQ. Ach, jetzt verkackt es aber nicht. Ja, ich find nein, Mario mach Golf. Das doch nicht mit so einer Scheiße kaputt. Wieso, wenn es nur ein Modus ist? Ich finde das literally nicht schlimm. Ja, es sieht cool aus, finde ich. Ja, aber ich hoffe einfach, dass dadurch nicht das Base-Game wieder so runtergebrochen sein wird, wie bei allen anderen NDQs. Ah, aber das ist im Story-Modus drin. Ah. Hätte ich mal Mario Sport Spiel aufgeschrieben, schade. Ich habe halt nur Smash Football aufgeschrieben. Ja, ich auch. Hä? Jetzt hat's bei mir wieder zurückgeleckt? Hä? Bei mir, ja, ja, bei mir auch einmal. Bei mir auch einmal. Jetzt bin ich wieder beim Story-Modus. Ja, ja, klar. Okay, dann ist gut. Jetzt sind wir wirklich alle gleich. Ja. Okay. Okay, der Story-Modus sieht aber gut aus. Ja. Darauf habe ich Spaß. Darauf habe ich Spaß. Mario. Sie haben einfach das, Mario, das Model aus Mario Tennis Aces genommen. Warum? Und wir wissen das jetzt. Stand noch nicht da. Juni. Okay, das ist okay. Na, sagen sie auch nicht. Well. Aber ich hab Bock. Super. Malle fühlt's gar nicht. Ich fühl's auch nicht so. Ich werd's mir wahrscheinlich nicht kaufen. Ja, also gut, 60 Euro will ich dafür wahrscheinlich auch nicht ausgeben. Das ist ein Vollpreis. So, jetzt kann ich Bravely Default und so weiter abhaken. Okay, weiter. Denkst du das oder was ist? Okay, pass auf, Switch Highlight. Oh, weiteres Switch Highlight. Jetzt kommt dieses Video, wie immer. Also, ich habe es jetzt. Borderlands. Return to the unforgiving world of Pandora. Aha. Alter, okay. Relativ früh kommt das schon, ne? Ja. Jetzt 5 Wochen. Fiona, as you set out to recover a mountain of cash. Gleich BOTW in 2 Wochen, bam. In 2 Wochen? Ich fall vom Stuhl. Ja genau, in dem Video kommt jetzt auch Lots vor, also... Ja, richtig. Ich bin gespannt, was ist eigentlich mit dem Chat? Blend den jetzt aus. Nintendo Switch, March 24. Aha, das ist nett, finde ich. Ducky hat 50 Collections und das ist keine davon. Ich würde mir in den Arsch beißen. Embo also, von Star Wars? What the fuck, was? Nix, was ich spielen würde, aber...
Das sieht ja massiv scheiße aus. Alter, Vater. Oh Gott, wie sieht das aus? Das sah aus wie so ein Farben. Die Farben sind so hässlich, Alter. What the fuck? Das sieht aus wie ein GameCube-Spiel, nicht ja. Und die Bitchfield ist halt so. Das ist so ein Wii Shovelware-Spiel. Ja, was ist genau. Mit dem Panzer? So ein Hammer-Panzer. Der hat keine Panzer. Scheiße aus, ey. Und es leckt die Scheiße. No More Heroes. Ja, das ist mir heute, als ich Video geschaut habe, eingefallen, dass ich das vergessen habe. Aliens have invaded Earth. War, Is this even the right game? War Borderlands anyway, Borderlands ein Remake? Nee, es ist so eine Zwischenstory scheinbar. Es gibt schon ein Borderlands Remake. Oder Remaster. Lots mit Bibliothek 2 DLC, sagen sie. Alter, was für eine Auflösung läuft das Spiel? 400p? You'll need to fight your way. Alter, das war jetzt aber auf dem Stream, die Artefakte. 717. Ja, aber es ist doch so. 717. Alter, Rasenmähen. Rasenmähen, toll. Hat der Entschuldigung auf der Antwort? Hat sich belohnt heute, ich kann Rasenmähen. Also, ich hab meinen Spaß dran. Ich war noch nicht für mich dabei, aber... Ich find's auch lustig. Der neue Smash-Kämpfer wird uns doch auch allen Spaß machen. Ja, klar, aber es ist halt jetzt nicht... Ich muss mal ein Kinobad spielen, dann ändert sich meine Meinung bestimmt. Ja! Ich wusste, dass Marvin... Es war klar, dass genau dieses Jahr kommt. Ja. Ich sag's ja immer. Ja, aber guck mal, wir sind die Türen in der zweiten Jahreshälfte. 27. August, okay. Aber gut, das ist das erste, ist die erste Hälfte des Fiskaljahres. Ach, dieses komische Game, das gibt's auch für die PlayStation. Leute, denkt dran, das Beste kommt zum Schluss, ne? Oder? Also wenn das sich für Malle nicht lohnt, so lange wach zu bleiben, dann würde ich mich schon richtig aufregen. Ja. Ah, es lohnt sich. Töte Dämonen mit Seelenkarten. Suddenly? Das sieht wild aus. Alter, Cookie, ich schlachte dich, ne? Ob Karten für Killer-Moves. Okay. Ist gerade irgendwie übelst laut. Bei mir auch. Gute Musik. Ah, ja. Sind das für Kisnas Furries, Alter? Geil, jetzt sind in Marvins Aufnahme Furries, top. Ja, er piept Alter. Einfach raus. Nee, ist einfach nicht zu faul. Boah, jetzt piept er genau jeden zweiten Buchstaben raus. Nein, auf meinem Kanal geht das nicht. Ja. Das geht einfach nicht. Das fand ich maximal merkwürdig jetzt. Neon White. Das ist aber das cool. Kommt erst im Winter, okay. Also ja. Das ist mit First Half. Das sieht nach nichts für mich aus. Nee. Das auch nicht. Oh Gott. Oh doch, warte, das ist genau was für mich. Warte kurz. Nee. Barbara Gordon? Alter, Team Power. Was, Batgirl? Oh. Lol, verstehst du wegen Team und Teen und lol? Boah, sieht auch scheiße aus. Geil. Oh mein Gott, Alter. Alter, ein GameCube-Port. Ein GameCube-Port, GameCube Smash. Da stand grad Smash. Wonder Woman, oha! Boah, also ich meine, natürlich freut sich da jemand, aber die Sache ist, die Zielgruppe dafür guckt halt kein Nintendo Direct. Nee! Wo kommen die Polygone her? Ja. Polygine. Ich bin jetzt immer wieder ein bisschen weiter als ihr, keine Ahnung, oder? Ja, ich bin auch weiter. Ich ja, bin ich bei... Zweifach. Bei den mir ist es gerade egal. Oder ich mach's jetzt nochmal. Boah, die wollen shoppen gehen, Corona! Let's go, ein Müllhaufen! Man muss doch wenigstens irgendwo... seine fehlenden sozialen Sachen ausleben. Dann eben ein Videospiel. Tschüss Haus, mach's gut. Ah, jetzt bin ich wieder am Start. Das sieht wirklich aus wie ein DS-Spiel. Die sieht geil, Team Power. Ey Junge, du bist viel weiter als ich. What ich bin jetzt wieder gut. Komm, jetzt hau mal ein Zelda-Remake raus. Ich bin jetzt beim abgefallenen Haus. Bei mir fällt auch das Haus um. Wie weit bist du, Erik? WTF? Also ich komme mit mal zwei nach vorne und dann buffert's zurück. Jetzt buffert's wieder. Pflanzen vs. Zombies, ne? Ja. Wieso oder? Existiert dieses Genre in 2021 immer ja, noch? Diese Spielreihe. Meine ich. Weil ja, es ist ja aber dieser Ego-Shooter und nicht das... Ach, Complete Edition. Na klar. Gibt's eigentlich Destroy Humans? Neongrün ist nicht in Europa erhältlich, what the fuck? Warum nicht? Der Joy-Con, den gibt's einfach nicht. Das heißt, wenn du den hier haben willst, kannst du den easy für 2000 Euro auf eBay verkaufen. Ja, 2000. Okay, eine gute Sache hat das Spiel, man kann Missionen abschließen, stand da gerade. Oh, es gibt Sonnenblumen. Geht ja in keinem anderen Spiel der Welt. Sonnengruß! Boah, das Spiel hat Schatten. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Schwert und Schild. Schwert und Schild ist der Schatten.
Der Schatten der Nintendo-Geschichte, ja. True. Ja, ich fühl auch so wie Erik gerade. Literally dieselben Bewegungen. Das ist aber ein geiler Soundtrack. Der ist halt echt, der vibe ganz gut. Naja. Also ich fand das Spiel früher mal cool. Eigentlich muss das ja was für Adrian sein, ne? Das können wir für BBU bringen. Ja, wenn es nicht 60 Euro kostet. What the fuck? Das ist Miitopia, oder? LOL! What? Aber kein Tomodachi oder was? Das ist aber, was ist jetzt? LOL. Hey, hallo, nicht lecken! Erik, bei uns ist es auf dem gleichen Frame gelaggt. Geil. Einfach ein Port davon? Aber es ist jetzt ein Port, weil der C ist jetzt Remake. Das sieht aus wie ein Port. Das sieht exakt aus wie ein Port. Das ist einfach die Port jetzt rein. Ich kenne das Original inhaltlich nicht. Deswegen. Ich kann einmal die Wobei das hier sieht, glaube ich, neu aus. Die Sache ist, wenn das ein Port vom 3DS ist, habe ich ein Bingo. Also nicht ein Bingo, aber ich habe eine Karte. Ah. Du hast ein Bingo, wenn du eine Reihe voll hast. Ja, aber ich habe nicht eine Reihe voll, ich habe nur ein Feld. Wie viel kostet das? Ich denke mal, es ist so ein 30-Euro-Ding vielleicht. Nee, hör auf zu das war ein Vollpreistitel. Hör auf zu buffern! Im Ernst, das war ein Vollpreistitel? Das war ein Vollpreistitel. Das hat auch mega viel Content gehabt, aber es war alles gleiche quasi. Ja, scheiße. Ein Pferd. Oh, guck mal, Alter, wie unnatürlich sieht das aus, wie das Pferd über diesem Boden läuft. Aber das ist ja der Art. Ja, das ist aber. Alter. Das ist aber neu. Also, das hat auf jeden Fall neue Inhalte, so, das ist klar. Alter, ich argumentiere jetzt alles mit Artstyle. Okay. Malle, dein Artstyle ist auch scha... Ja, genau. Ja, es ist ein Port. Okay. Okay, perfekt, okay. Let's go. Jetzt noch Harvest Moon und Zelda. Oder Bravely Default und Amiibo. Da ist es. Ah, guck mal. Okay, ja, Animal Crossing Items habe ich auch auf meiner Liste. Jetzt noch eine neue IP und der MK8 DLC. Alter, wenn MK8 DLC kommt... Nee, dann ich hab so unrealistische Sachen, damit es voll wird. Boah, ich hab so beschissen die Sachen bisher gelegt. Ich hab die alle so. Ich hab so ein Gefühl, hab ich das X halb fertig. Aber wisst ihr, was gerade echt schön wäre? Was denn? Wenn man sich für Animal Crossing interessieren würde, wäre das gerade, glaube ich, ziemlich cool. Das wäre, glaube ich, generell cool, wenn ich das Spiel noch haben würde. Das ist aber echt cool. Die Flagge? Das ist echt cool. Wieso kann Peach jetzt Selfies machen? Es gibt schon immer Handys in dem Spiel. Ja. Und Selfies konnte sie auch schon bei Mario Fotos und Rabbids machen. Ab 25. Februar, okay. Boah, ist das teuer, so viel Geld habe ich gar nicht. Ja, ganz nett, Animal Crossing. Boah, Daki rastet komplett aus. Das ist aber wirklich sick, also... Das ist mal ein cooles Update. Warpipes ist wirklich cool. Nächste Woche ab. Aber ich mag den Artstyle nicht. Ach, ich habe jetzt mein 5. Spot, ich muss wieder trinken. Ah, wie fanden Sie das? Ich fand's super. Jetzt kommt Zelda-Items. Alter, ich... Oh Gott, ich habe gerade SMB 35 gelesen. Ja, ich auch. Okay, pass auf. Ach, oh Gott. Oh mein Gott. Ich hab das nicht drin, ich Idiot. Ich hab's auch nicht drin. Jetzt kommt DLC dafür. Ich hatte es, glaube ich, drin, oder? Nee, ich hab's nicht mehr drin. Oh! Ein weiteres Spiel? Nee. Bayonetta, oder? Nee. Anime. Oh, das sieht zwei. Die Achtung der Moral. Aber das sieht zwei. Aber die haben noch Fire Emblem. Fire Emblem? Three Flames, Alter. Octopath Traveler. Ja, oh, irgendwie ja, sowas. Stimmt. Das kann gut sein. Das sieht mega nach dem Octopath Artstyle aus. Das klingt HD auch so. 2D? Ja, HD2D ist Octopath. Oha. Holy shit. Ja, und oh mein Gott. Ich hab's nicht drin. Das finde ich geil. Alter. Sieht aber hübsch aus, Alter. Sieht echt gut aus. Warum habe ich mir das für 50 Euro gekauft und noch keine Sekunde angemacht? Das war mal Switch-exklusiv, aber inzwischen gibt es das auch für den PC. Also der erste Teil hat auf jeden Fall einen brutalen Soundtrack, so wie wir sehen. Das ist richtig gut, ja. Wieso sind das RPGs, die man kennt? Triangle Strategy. Oh, das ist halt so wie Fire Emblem wahrscheinlich irgendwie was, ne? Was hat ein Dreieck richtig, Zelda?
Aber warum hat der gesagt, SMB 35 Bowser's Fury, wo wir gerade dabei sind? Hier ist der einfach Ahnung. So. Just for the Lords. Der hat auch was getrunken vorher. Also ich glaube, Salz passt ganz gut zu 3D World. Salz-Eisenkrieg. Und Eisen habe ich einen Mangel von. Das hättest du in Dokkon stecken können. Hör doch auf zu laggen, du Mistding. Der Salzeisenkrieg, basically Tekken. Ey, stell dich mal vor, in dem Style so ein Link to the Past Remake. Alter. Pokémon Diamant und Perl in dem Style. Alter. Oh, er stirbt einfach. Uga. Kampfsystem. Also ernsthaft, warum Darky? Weil Darky nicht das bekommt, was er sich gewünscht hat. Was halt alles komplett unrealistisch war. Also. Finde ich auch ein bisschen lächerlich, dass sie noch nicht Breath of the Wild 3 angekündigt haben. Es kommt doch Breath of the Wild, Jungs, wartet nur. Mittlerweile haben wir übrigens in meinem Herzen, es ist da drin. Mittlerweile haben wir übrigens so ungefähr 2,5% Dislikes. Ich wollte es nur sagen. Wie viel Zeit ist rum? 30 Minuten, okay, 20 Minuten noch, Jungs. Ja, jetzt gleich geht's richtig ab, Leute, gleich kommt bam bam bam. Und vor allem ganz zum Schluss, das allerletzte. Warum müssen die jetzt aber hier sowas zeigen? Das finde ich für einen Direct immer mega unspannend. Das können sie gerne es in so einer... ist eine 50 Minuten. Ja, aber ich weiß nicht. Ich kann mich da gerade auch gar nicht drauf konzentrieren. Es interessiert mich das, aber irgendwie kann ich mich gerade nicht drauf konzentrieren, was hier abgeht. Man muss aber auch sagen, wir haben bisher wirklich viele Spiele gesehen. Ja, schon. Klar. Also ich finde, dass sie sich mal bei einem Spiel ein bisschen Zeit nehmen, ist in Ordnung. Ja, Darky, vor allem bei einem, was... ein bisschen Zeit das hat ja... Ihr müsst ja bedenken, Octopath hat zwar eine relativ schmale, aber dafür sehr interessierte Zielgruppe. Das ist ja so eine Nische. Darky, dass die dem Spotlight geben, macht absolut Sinn. Darky, dein Problem ist einfach, dass du für viel zu wenig Spiele offen bist, ganz ehrlich. Deswegen ist für dich jetzt alles nicht interessant. Und ich kann ja akzeptieren, dass was cool ist, auch wenn ich selber nicht spielen möchte. Ja. Das wäre zum Beispiel, glaube ich, kein Spiel, was ich in die Finger nehmen würde, aber das wäre eins, wo ich mich super gerne mit befassen würde. Ich sag mal, das ist so ein 3-für-2-Spiel. Wenn ich das bei Marvin oder so im Stream sehen würde, ich würde jeden Stream gucken, aber ich würde es halt nicht selber kaufen und spielen wollen, weil ich mich händisch am Controller dann nicht so bereit. Aber sich in so einer Story verlieren, ist doch übel geil. Hat das gerade Sprachausgabe gehabt? Lieber aus der Zuschauer. Das hat die ganze Zeit schon Sprachausgabe. Octopath hat auch Sprachausgabe. Ja! Ach so, okay. Weil bei Nintendo ist das für mich nicht normal. Ja, aber das ist ja nicht von Nintendo entwickelt. Das war ja von Square Enix gepublished. Ja, Fire Emblem ist ja auch von Dings entwickelt. Von Intelligent Systems. Und das ist Nintendo. Ja, Darky, in 30 Minuten war jetzt ein Spiel doof. Ganze Direct ist scheiße. Alter, wir sind doch noch nicht mal am Ende. Da kommt doch noch was. Darky, Alter. Triangle Strategy. Arbeitstitel. Und das Project wird bestimmt auch wieder weg am Ende. Ja, das ist am Ende Triangle Strategy, safe. Ja. Ein bisschen komischer Name, finde ich. Triangle Strategy, das ist ein bisschen Zungenbrecher. Triangle Strategy. Eine Demo, was? Oh. Ah, das haben sie bei Octopath damals auch gemacht. Ja, aber stimmt. Kurz nach der Präsentation. Marvin, das schaue ich mir morgen auf deinem LP-Kanal an, ne? Aber ich schaffe das doch nicht direkt morgen. Ich glaube, ich stream das morgen. Stimmt, mach das, gönn dir. Query nix. Werfen wir einen Blick auf weitere Nintendo Switch Highlights. Aber, Moment, das ist ein RPG, das man noch nicht kannte. Cube, du hast einen Punkt. Stimmt. Weitere. Ich bin noch nicht so weit. Das ist ein Sturmtruppler. Yo, let's go. Hat er recht mit seiner Annahme? Ja. Als ob. Ist es dieses Kartenspiel bitte nicht? Oh nein, es ist das Kartenspiel. Oh nein. Du hättest einfach nur Star Wars Spiel aufschreiben müssen. Smash-Kämpfer. Smash! Hunters? Ah, das war ein kranker Trailer, muss ich sagen. What the fuck ist denn Hunters? Hä? Kommt auf jeden Fall noch dieses Jahr, so wie irgendwie alles von Star Wars, kommt sofort. Ey, wir müssen eigentlich, was mir gerade einfällt, es gibt zwei Möglichkeiten, was ganz ans Ende kommt. Metroid Prime 4 oder BOTW 2? Metroid Prime 4 wird, wenn dann das dritte oder viertletzte, glaube ich. Was passiert jetzt? Was ist hier los? Das? Arms 2. Knockout City? Suddenly Counter-Strike? Warcraft? Das ist Fortnite. Das ist World of Warcraft. Das ist doch World of Warcraft hier gerade. Nee, das ist ein Bockblind, siehst du doch. Und das ist Zelda. Das ist Zelda. Warum? Das ist ein PUBG-Charakter, oder? Warum her? Das ist doch ein PUBG-Kämpfer, oder nicht der Typ? Das ist wie von Counter-Strike. Fortnite? Was? Ja, oder sowas. Das ist doch nicht Fortnite. Keine Ahnung.
Doch, stimmt, er hat recht, das ist der Fortnite-Typ. Das ist ein neues Spiel. Das ist der Fortnite-Typ, hat er recht. Aber wo kommt die... Ist doch von World of Warcraft der Grüne. Korgon? Knockout City heißt das Spiel scheinbar. Ja. Was ist das? Ja, das ist eine neue IP, würde ich sagen, Benny. Das ist... Ist doch schön. Perfekt. Aber das sieht cool aus. Das hat Arms, Elemente. Mit Bällen. Boah, sieht das interessant aus. Ich glaube, das ist richtig geil mit Switch Online. Nicht. Ich glaube, das vielleicht hat Rollback Netcode. Wird das von den Arms-Entwicklern gemacht? Keine Ahnung. Wobei, nee. Ist es ein Nintendo-Spiel? Wer weiß, ich weiß was es nicht. Ist. Ja, es kommt für den PC. Ich finde es wirklich. Ich meine, die hatten zensierte Wörter drin. Das kann nicht von Nintendo sein. Das passt überhaupt nicht. Boah, ja. Mit Ultis. Das sind 3D Smash Bros. Einfach. Das ist doch auch ein Fortnite-Charakter, oder? Ja, deswegen der Hintergrund. Ist das einfach ja, so ein. Ah, ja, das ist safe Fortnite. Ist das von Epic Games Fortnite einfach? Das war von. Nee, das war von EA. Da stand vorne auf dieser Dings drauf. Auf dieser Filmklappe. Ah, EA, okay. Der hat auf jeden Fall die Corona-Maßnahme verstanden. Ah ja, EA Originals, aha. Und Valiant Studios. Nicht alle Abbildungen erscheinen im Spiel. Cool. Okay. Oh, Pokémon. Ah, Dimensio. Das ist ein Survival-Game. Ja, EA hat ja aber auch zig Studios, Roman. Also. Danke an Romper. Oh, guck mal, Ducky ist jetzt explodiert gerade. Ja, Ducky explodiert, weil er nicht Danke an Romper kriegt. Aber etwas aber gesagt, von denen. Er hat aber gesagt, das ist ein Entwickler von denen. Ja. Er hat gesagt, es soll eine Trilogie kommen. Okay, tschüss. Was? Die Direct wird auch plötzlich beendet. Ja. World's End Club. The world ends with you. Copy my homework and tidy it up a bit. Ich kotze und weine, Ducky, okay. Okay. Nimmt man so Kochstunden in Österreich? Es reinkotzen, dann so ein bisschen würzen mit dem Tränenmagi einfach. Tränenmagi! Da kommen denen immer so braune Sippe aus den Augen. Okay. Ja, sieht ganz interessant aus. Physische Version, das ist cool. Oh. Hades, da ist Hades. Ich hab's mir leider schon gekauft für PC, aber egal. Ich noch nicht. Oder? Jetzt gibt's das physisch und das ist weil, vielleicht. Hades, habe ich das Gefühl, das hat jeder schon mal mitgekriegt. Außer mir. Und ja, mir auch, ich weiß nicht. Hades ist nice. Irgendwie jeder kennt es, aber keiner kennt es. Ist doch auch so ein Dungeon Crawler, ne? Ja, das sieht aus wie Minecraft Dungeons 1 zu 1. Oder war es Roguelike? Ach, keine Ahnung. Sie wird auf jeden Fall sehr gut sein. Was war nochmal eins der ersten Spiele? In dem Stil? Hitman? Wie heißt denn? Was ist denn das? Hitman ist, wo du einen Spieler eliminieren musst. Das ist irgend so Mafia? Was ist denn das? Nein, das ist Dungeon Crawler. Pokémon ja. Dungeon. Ja, das ist BMD. Siehst du doch, BMD Remake. Diablo? Jetzt der zweite Teil. Nur ein anderer Artstyle. 19. März. Okay, interesting. Hitman 3 ist oh Gott, was ist das nochmal? Ach, scheiße. Was ist das? Ninja Gaiden, genau. Ja. Juckt mich nicht. Mich auch nicht. Ja, stimmt, Ducky hat recht. Hitman 3 ist auch was zwischen der Cloud-Version. Ja, super. Cloud-Version. Ja. Okay, ich dachte, das wäre ein Epic-Exclusive. No. Nee. You are the legendary ninja interesting. Bei mir ist das abgestorben. Ah, es geht's wieder. Seltsam. Mit Switch Online. Collection wurde geleakt. Ah, okay. Also hätten wir die alle ins Bingo packen können. Ducky, heute nicht rum. Ich hab's nicht mitbekommen, dass da was geleakt wurde. Hallo, hör doch auf zu lecken! Mistding. Guckst gleich einfach in Eriks Livestream. Das ist flüssig. Ja, Erik hat ja so einen kranken Nicht-Delay, also... Ja, jetzt geht's endlich. Am Anfang hat er sich gedacht, ich mach ein paar Jokes. Oh, guck mal. Nee, ich meinte zwischen dem, was wir sagen und zwischen dem Bild. Ich bin jetzt bei dynamische Sammlung und... Ja, ich auch. Ja, ich auch. Ninja Gaiden Master Collection kämpft sich im Sommer den Weg. Bla bla bla. Nice. Bla, bla. Okay, Boys, letzte 10 Minuten brechen. Jetzt kommt etwas, was alle aggressiv machen, danach... Oh!
Oh. Ja, okay. So ah! Leider hab ich. Neue Schlacht. Moon bis zum Bingo. Harvest Moon und dann Bingo. Komm schon. Aber jetzt machen die den Übergang zu Breath of the Wild. Ja, jetzt geht's los mit 35. Geburtstag. Let's go. Also ich kann dann kein Bingo mehr kriegen, aber ist mir scheißegal. What the fuck? Cube rastet aus dem Chat. Oh, die Musik. Boah, ist das ein cooles Bild. Erweiterungspass? Sogar. Ah, DLC. Okay. Aber er gibt Sinn, weil haben sie bei FE gemacht und beim ersten Hyrule Warriors haben sie Save aufgemacht, what? Oder? What the fuck? What? Okay. Und das war noch nicht alles. Okay. Ja, ich wollte gerade. Ja! Oh, Bravely Default. Ja! 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 Ja, ich hab was! Komm, nice Amiibo. One. Amiibo oder Harvest Moon? Freut ihr euch über das Spiel oder Bingo? Wenn jetzt Amiibo kommt, brauche ich literally den MK8. Gute Frage, Malle. Ich brauche eins von den beiden, dann habe ich ein Bingo. Oh, Bravely Default, da hab ich so Bock drauf. Müsste ich meinen ersten Teil erstmal spielen. Aber ich glaube, die Amiibo, wenn die Amiibo nicht droppen, zusammen. Kommen die zu Zelda. Die hängen ja nicht zusammen, die kannst du den zuerst spielen. Okay. Ich hab's aber auch bisher noch nie. Ach, eine Demo gibt's davon auch. Ja. Nee, Pokémon hat ja sein eigenes Event. Das ist... Ja, ich muss wieder was trinken. Irgendwie sind seine Laufanimation maximal cursed aus. Das soll ja so sein. Ach so. Das ist ja dieses... The Arse halt, keine Ahnung. Ja, ja, Phil, Zelda wird eine extra Direct kriegen, aber sie werden halt hier Sachen anteasen, so. Mhm. Ich habe ja nur Infos auf meinem Bingo, das ist ja alles. Ja. Tandy hat keinen Kopf? Oh Gott. Saga Frontier. Oh, warum habe ich das denn vergessen? Mann, stimmt, das wurde schon... Weißt du, jeder das wurde aber schon... Marvin so, ich habe das vergessen. Das wurde aber schon angekündigt. Das wurde schon angekündigt. Auf der letzten Partner Direct, meine ich, vorgestellt. Die habe ich, glaube ich, nicht mal gesehen. Nee, das wurde, glaube ich, von Square einfach so auf Twitter geteilt, glaube ich. Ich habe es aber auf den Bauch schon gesehen. Okay. Aber die haben kein Indie-Showcase. Ich habe Apex vergessen. Lol. Voll stimmt, das gab's ja auch. Das haben sie doch angekündigt. Das wurde geleakt, dass es bald rauskommt. Ach, geleakt, okay. Ja, also für mich war es jetzt eine Neuigkeit. Ich habe noch nichts mitbekommen, aber man kann sich denken. Es sieht so aus, wie ich dachte, dass es auf der Switch aussieht. Ich meine, guck mal, die Switch ist auf dem Weg, die Wii einzuholen, als ob da nicht alles draufkommt, was geht. Ah. So. War wow. Auch kostenlos, oder? Ja, wird kostenlos sein. Außer halt NSO. Nein, kein Harvest Moon! Stand jetzt nichts dabei, also vielleicht nicht. Ein bisschen was? Haben wir noch zu zeigen. Mach keinen Scheiß. Ja, 8 Minuten noch, Jungs. Dieses Spiel. Auf fällt schon mal die Kopfhörer runter. Oh mein Gott. Ruhe. Nö. Das war klar. Aber dieses Jahr kommen neue Infos. Ne? Es kommt also nächstes Jahr raus. Aber der kommt doch nicht ohne Grund rein. Der kommt nicht ohne Grund. Ja. Yes? Ja, let's go. Ja. Eins? Ja. Skyward Sword. Ja, Skyward muss. Skyward Sword, safe. Okay, pass auf. Ja. 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 Oh. Nice, let's go. Ich freue mich. Ich kann es endlich spielen. Ja, ich, wie gesagt, ich finde es auch nice. Gut. So gut. Aber ich hätte mich über Oracle jetzt mehr gefreut. Das hat sich aber auch komplett angeboten. Ja. Nach 10 Jahren schon hätte ich echt nicht gedacht. Hast du das so in deinem geil. Video heute aber gesagt? Das also ich für gewundert. Welche andere Konsole in der Zukunft willst du das machen? Ist die Frage. Ja, als ob und die was ist das? Fehl, bitte, komm schon. Boah, ich freue mich ich richtig. Ich muss sagen, darüber. Das sieht ab, ist gar aber nicht nur, so gut aus. Es ist nur ein Port, ne? Das ist ich kein würde, ein Match. Wisst ihr, was ich cool fände? Ha? Wenn die dieses Link's Crossbow Training als Nebenmodi mit reinpacken. Das wäre irgendwie cool. Ich bin auf die Steuerung gespannt, Alter. Link's oh, Crossbow nice. Training, hab aber ich Twilight Bock. Princess. Nice, Benny. Nice, ich hab einmal nice. Bock auf ein Zelda-Spiel. Ach, schön. Die Sache ist, für mich ist das gut, weil ich habe keine andere Möglichkeit, das zu spielen. Es wird auch besser sein als auf der Wii. Hast du weder eine Wii noch eine Wii U? Doch, aber die auf dem Dachboden irgendwo. Ach. Warte mal.
Rechenleistung? Okay. Bessere Steuerung dadurch, ja. Oh Gott. Oh nein, oh Gott. Oh nein. Ja, und was soll ich machen, wenn meine Joy-Cons driften? Bietet sich natürlich an, aber der Vergleich mit Schwert und Schild war ein bisschen... Joy-Con-Drift existiert. Wir haben übrigens, ich möchte kurz anmerken, wir haben 5% Dislikes. Es werden tatsächlich immer mehr. Das ist doch lächerlich. Ach, da gibt's ja, die Leute diese hässlichen Viecher auch schon, oder was? Die gibt's in jedem Teil, Alter. Alter, der ist ja geil. Das war jetzt ein ganz schöner Spoiler, ne? Oh mein Gott. Ey, ich freu mich. Skyward Sword. Oh! Ja! Oh, danke! Nice! Thank you, Sakurai! Aber ich meine, mussten die doch machen, Sakurai. Ja! Ah, könnte Cursed sein. Du siehst aus wie ein 3DS-Spiel. Könnte Cursed sein. Es sieht wirklich, finde ich, nicht gut aus für ein Switch-Spiel. Aber es sieht nicht aus wie ein 3DS-Spiel. Yannick, das liegt an der Bitrate 100 Pro, weil das Spiel schon so auf der Wii relativ fuzzy aussah, sag ich mal. Und durch die Bitrate wirkt das auch kacke. Ich bin mir 100 Pro sicher, es wirkt besser auf der Switch. Das sieht cool aus, aber ich war jetzt ein bisschen gehypt. Warum habe ich denn nur geschrieben, neue Switch-Version-Variante und nicht auch neues Zubehör? Wie dumm kann ein Mensch sein? Aber es gibt eine neue Switch-Variante. Pass auf, Amiibo kommt gleich. Oh, die Musik. Die sehen geil aus. Das ist diese Art von Joy-Con, die ich nicht benutzen wollen würde, weil die so gut aussieht. Ja. Ah, nice. Das Spiel hat eine zweite Chance. Finde ich gut. Ah, schön. Ja, ich freue mich. Oh, was? So früh schon? What the früh, fuck? Ja. Nicht, ich dachte ins Weihnachten oder so. Nein, nee, nee. LOL. Aber die bringen schon so viel dieses Jahr raus, auch im Sommer, ne? Normalerweise hast du ja ein Sommerloch. Dieses Jahr einfach gar nicht. Ja, ich habe halt eine Zelda Collection reingeschrieben und die Skyward Sword, toll. Oh komm, Jungs, ich gönnt mir doch wenigstens ein Bingo. Okay, es wird keinen BOTW 2 Trailer geben, das wissen wir. Nee. Aber dann werden sie Metroid Prime am Ende zeigen. Ja. Oh, ich freue mich, dass das Spiel kommt. Das sind 5 Minuten noch. Ja, da kommt gleich noch irgendein Plattel. Schließen die mit einem Mario Kart ab. Alter, hör auf. Ich habe es nicht in meinem Leben. Ah, die Texture. DK, genau, in 3D, Donkey Kong. Danke, aber könnte man auch erwarten. Mann, zeig doch nicht mehr Skyward Sword, zeig doch irgendwas Neues! Die spannen uns komplett auf die Folter. Skyward Sword. Ja. Okay, let's go. Okay. Muss doch nichts heißen, kann auch sein, dass trotzdem. Calm down. Odyssey 2, Spaß. Metroid. Was ist das? Sonic Boom. Inkling? Nee. Inkling? Splatoon. Nein. Doch! Ach! Scheiße. Oh mein Gott. Nein, ich hab das nicht drin! Das ist. Nee, pass auf, das ist einfach nur ein Splatoon. Das ist der zweite Teil. Das ist nicht der dritte Teil. Das ist nicht der dritte Teil. Weiß ich nicht, die Schatten und so? Nein. DLC, guck mal, mit viel mehr Ausrüstung und sowas. Nein, das ist kein. Nein. Jetzt, ja, pass auf. Oh, das sieht anders aus. Oh doch, die. Doch. Ah, die Boxen. Und Buddy. Das ist auch eine ganz andere Umgebung. Buddy, wer ist Buddy? Das ist 3. Das ist ein DLC. Story-Modus? Mit Story-Modus und sowas, richtig? Also das wird schon 2 auch. Alter, wie krass das aussieht. Der Eiffelturm. Nee, what the fuck? Ist das jetzt richtige Erkundung oder was? Ist das Mario Kart Tour in Splatoon? Ein 3D-Splatoon? Mit Linie 4? Was ist das? London, was? Da war ein Eiffelturm. Das ist doch nicht London. Bist du verwirrt, Emre? Auf nach Mega Pudi, so wie die Stadt heißt. Der Fisch. Ein DLC. Das muss ein DLC sein. Nee. Ja, klar. Ist doch. Neue Frisuren. Nein. Der Inkling sieht anders aus vom Gesicht. Ja, es ist 100% Teil. Meinst du? Das ist, nichts davon sieht nach Splatoon 2 aus. Ich glaube auch nicht, Splatoon Breath of the Wild 2 ist. Die faden doch jetzt nicht. Hä? Schnittfehler? Das habe ich auch nicht verstanden.
Alles klar. Das leckt. What the fuck, bei mir leckt's. Schnittfehler. Oh Gott. Wie lange fahren die denn in der Bahn? Sag was! Nächster halt. Die wollen einfach nicht noch mehr zeigen, deswegen müssen jetzt nicht strecken. Es loopt die ganze Zeit. Okay, weißer Bildschirm. Das muss. Ist die damit kaputt? Oha, das ist ein neues Hub. Das ist ein neuer Teil. Das ist ein neuer Teil. Ich sehe nichts. Das ist. Es leckt schon wieder. Alter. 30 FPS übrigens. Doch. Was? Das ist. Es ist ein neuer Teil, doch, krass. Ja, ja, sag mir doch! Alter, nein, ich hab das nicht aufgehört! Es leckt. Ja! Nein! Ich hab auch Splatoon 2 aufgeschrieben. Alter, aber das sieht so gut aus! Das sieht so gut aus! Holy shit! What the fuck? Moment mal, stopp! Mit einem Bogen! Was? Bogen? Bogen! Bogen! Das ist ja komplett cool! Aber die Farbe. Sie machen mehr aus den Maps! Du hast Second, du hast so kleine. Benny ist kaputt! Benny von Excel has stopped working! 22. Back into the ink! Leute, 2022. Alter. Aber Leute, das heißt keine Switch Pro. Ich habe gesagt, das Spiel kommt 2022 raus. Habe ich vor ein paar Monaten predicted, ne? Hahaha. Könnt ihr bitte noch eine Amiibo irgendwo reinklatschen? Das macht mich richtig traurig, dass es daran scheitert. Das glaube nicht, leider. Aber. Das wird aber so ein Sommergame. Es wird wieder so Mai sein. Glaube ich, Mai, Juni. Oh, eine Ausnahme. Aber wir haben noch eine. Mhm. Nee, das war alles. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne doch. Ja, sehr schön. Ja. Ja, I like.